Ah, da habe ich noch einen. Okay, ich glaube, vielleicht habe ich noch mal Glück gehabt. Ich hätte vielleicht nicht rübergehen dürfen oder was? Ne, da kommt noch einer und. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich hier tun kann oder nicht tun kann, ne? Diese Dinger da oben. Da ist auch so ein Teil in der Mitte. Ich weiß nicht, was es soll. Kann ich da was einpacken? Kann ich die nehmen? Ach, ich kann die nehmen, okay. Aber ich kann die nirgendwo reinstecken, oder? Nee, 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 bleib du mal hier. Und du bleibst auch besser hier. Ah, jetzt ist das Ding runtergegangen. Okay, jetzt passiert was. Fertig, ein Kernkonzept. Da habe ich ja noch wenigstens was gewusst. Neu draußen ist etwas. Betrachten. Ursprung, Schnittpunkt, innere Erhebung. Aktiviert. Äquator 4, Äquator 2, Äquator Oberflächenhebung Süden. Aha, das heißt, ich kann jetzt von hier aus rein und raus springen. Ich habe keine Ahnung, ich gehe da mal Äquator 4. Schnellreise jetzt, ne? Vielleicht auch nicht verkehrt. Muss ich nur gucken, wo ich hier bin, ne? Aber nicht bei meiner Basis und hier steht auch jetzt kein Auto natürlich, ne? Ja. Tja. Das bedeutet, spring mal wieder zum Kern, weil bringt mir jetzt glaube ich nicht so wirklich was, hier hin und her zu kommen, ne? So, wo ist meine Marke? Die müsste auf der anderen Seite sein, ne? Ja. Gehen wir mal hoch. Wie komme ich jetzt zu meinem Auto? Ich hoffe, ich komme zu meinem Auto, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, weil dieses Gatter außen wieder weg ist. Aber ich sehe meine Marke nicht, ne? Ich sage nicht, die ist weg. Die muss doch auf dieser Seite irgendwo liegen. Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das lag doch hier. Ne, da oben ist er. Ich bin doch auf der falschen Seite. Okay. Puh, das war Panik. Wo ist er jetzt? Hier? Nein, dann kann sie nur da sein. Da ist er auch. Und jetzt hier komme ich zu meinem Auto, ne? Okay. Jetzt müsste ich das Ding nur gedreht kriegen hier natürlich, ne? Das wird ein bisschen schwer. Das heißt, wir müssen hier was glatt ziehen, wenn es denn geht. So, wir kommen auf jeden Fall hoch. Warte mal, hier liegt noch was. Das ist aber Laterit, was ich jetzt gerade nicht brauche, glaube. Ne, das war kein Laterit. Ach, fahr hoch erstmal. Ja, immer höher, ne? Aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Löcher fallen, wie wir gerade fallen, die wir gerade hatten. Und wir sind wieder an der Oberfläche. Da ist unsere Basis. Alles ist gut. Ist schon bedrückend da unten drin, ne? Kann das sein? Schisser, wa? So, jetzt haben wir hier ganz viel Zeug geholt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut, ne? Jo, schaut die nächste Folge, schaut die anderen Projekte und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Wir haben 16 Soldaten, ne? Und 24 können wir. Und wer ist denn einsatzfähig dann?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Leider. So, dann. Können wir jetzt nur schauen, dass wir irgendwie weiterkommen, ne? Wahrscheinlich nur so. Hatten wir das nicht schon? Weiß ich nicht. So, fortfahren. So, einsetzen. Ja, kann ich nur. Steht da. Ja, stufe ihn hoch und weise ihm eine neue Rolle zu. Ja, kann ich aber nicht. Hätte ich ja gern gemacht. Druck bearbeiten. Geht nicht. Aha. Keine Kampfrollen hier, dieser hier. Ich kann dem keine Kampfrolle zuweisen. Das ist jetzt mein Problem. Tja. Dann geht das halt nicht. Das ist jetzt 1, 2, 7 sind das. Naja, einer weniger. Ja, den will ich trotzdem da drin haben. Der war ja 100% fit. Moral war jetzt nicht ganz toll, aber. Toto, major, ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. Do pekla, červený do nás tu naraziť. Legionári, pripravte sa! Oh-oh. Alle tot. Nee, der lebt noch. General Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Jak to? Zničit vlak plný vojakou na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete si běž překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď svoje jednotce neříte, aby se vzdala. Víte, že to neurobím. Věrný až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Okay, der flüchtet natürlich, der Feigling. Sožente, kapitána Langera. Musíme sa dostať do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemôžeme nechať bez odplaty. So ein Shit aber auch. Ja, jetzt können wir nur hinterher, ne? Und jetzt müssten wir... Ja, keine Ahnung, wo müssen wir lang? Und die Frage, wo wir hier lang können. Was ist das? Gewehrmunition, okay. Wo läuft die lang? Über die Mauer, okay. Das ist schon mal gut, ne? Hier rechts ist auch noch was. Handfeuerwaffenmunition. Oh, stopp, da oben steht einer. Okay, da sind natürlich jetzt alle gewarnt, aber ich glaube, das war jetzt der einzigste Weg, den wir hatten. Warte, lass mal alle hier hinlaufen. Ah, oh, der läuft da hinten lang. Nee, dann nicht. Hier liefen eben auch noch zwei herum, ne? Da oben ist jetzt einer.
So, diese Brühe, die müssen wir jetzt irgendwie so ein bisschen gucken, dass wir das mal hinkriegen, dass die wegkommt. Wir wollten hier Wasser reinlassen. Das war hier oben zum Abreißen angekündigt. Allerdings gehe ich von aus, dass es etwas schwierig sein wird, da hinzukommen. So, jetzt haben wir es aber geschafft mit den Worten, ne? Kann hier denn was abgebaut werden? Wo ist denn hier so eine? Marke hier. Musste die nicht hier irgendwo sein? Ach, die haben wir da eingestellt, ne? Ja, genau. Dann machen wir halt noch eine da gerade hin, ne, oder? So eine markierter Fellbereich. Okay, den könnte man auch noch so weiter markieren, aber komm, bau das da mal hin. Achso, laufen. Doch, laufen tut's. Achso, ist Nacht. Da ist keiner am Arbeiten. Lass mal schneller laufen dann. Ne, ist noch nicht Nacht. Den Speicher haben sie auch noch nicht gebaut. Ja, die sollen das da mal abbauen. Bis dahin hier ist kein Problem. Wir wollen dann aber kurz durchs Wasser. Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wenn ich jetzt hier anklicke, sehe ich das dann. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob die dahin schaffen. Wartet auf Materialien. Bretter und Zahnräder haben wir nicht, okay. Zahnräder müssen wir natürlich noch basteln, ne? Die haben wir noch gar nicht. Produktion mit Zahnrädern, das wird dann interessant. Zahnradwerkstatt. 100 haben wir, könnten wir, glaube ich, freischalten, ne? Machen wir das doch, oder? Jetzt haben wir nur noch 29, aber das muss dann werden, ne? So, das bedeutet, wir brauchen jetzt eine Zahnradwerkstatt. Zum Wasser, oder wir bauen ein neues Wasserrad irgendwo hin. Ne, das schließen wir mal an, wenn es denn geht, ne? Aber können wir das ändern? Diese Traktion ist, ja, die wäre so richtig, ne? Das heißt, wir müssen das hier auch abreißen, ne? Ist das hier der Abreißen-Button? Ja, gut. Dann muss ich die dahin bauen, ne? Muss es so sein, ne? Ja, so wird es gehen. Kannst nur den Weg so machen und dann müssen wir das Zahnrad. Hier passend drehen, so. So ist richtig. So, nur gucken, dass sie da passend hinlaufen, ne? Das heißt, den machen wir mit einer richtig hohen Prio. Und der Rest ist egal. Dann sollte das funktionieren. So, was macht hier unsere Fahne? Ist die gebaut? Ja, aber da ist wahrscheinlich kein Arbeiter drin, ne? Ja, weil wir zu wenig haben. Jetzt wäre noch die interessante Frage, ob sie hier hinkommen oder nicht. Okay, das ist zu weit vom Distrikt entfernt, steht da. So, der geht jetzt da raus. Das ist gebaut. Das machen wir hoch, damit diese Bäume da abgerissen werden. Wie weit ist hier unsere Butterbude? Ah, die Dinge sind schon fertig. Jetzt muss nur noch das Haus gebaut werden. Und hier dieses eklige Wasser ist immer noch da. Wird der Damm denn gebaut? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ist zu weit weg von einem Distriktpunkt, alles klar. Ah, ist immer noch zu weit weg, steht da, also brauchen wir das auch nicht verwirren. Können mal versuchen, hier ein Ding ins Weg hier rüber zu bauen, oder? Das würde einigermaßen gehen.
Warte mal, kann ich hier Munition doch aufnehmen, ne? Dann kann ich doch vielleicht wieder 8 Schuss hier loswerden, ne? Genau so ist es. Was ist denn da unten? Da ist noch eine Kiste, aber ach, das bringt mir jetzt nichts. Warte mal, hier kann man noch was abernten. Kajimalge, okay. Das ist doch auch noch was zum... Ah, warte mal, jetzt unser Schuss könnte jetzt losgehen, ne? Jetzt sind wir leider überladen. 12,3 Kilo, aber nicht schlimm, wir gehen jetzt hoch. Das hat sich ja rentiert, ne? Zurück zum Boot. Er hat den Ort gefunden. Ein Signal des Seevolks. Gut, das ist der Fang des Tages. Weißes Spitzenriffreihe haben wir jetzt. Das gibt hier noch eine Kleinigkeiten haben wir hier noch. Und Fische haben wir bestimmt auch noch ein paar gehabt. Gefangene 12, gefundene Sachen 2. Passt erstmal. Roter Feuerfisch haben wir. Gibt einmal Fleisch. Dann die gelbe Segeldoktorfisch. Pyramidenfalterfisch haben wir mehr. Clownfisch haben wir 2. Kleingefleckter Hassel und dann den Titandrückerfisch haben wir einen. Der ist auch neu. Und dann den Kopf und noch eine Alge. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir zum Sushi-Bar kommen, ne? Die Haifischflosche können wir jetzt eintauschen, oder? Aber wir müssen erstmal Menü machen. Das können wir veredeln. Hier, da können wir noch was updaten. Gut, geht das nochmal? Jetzt sind wir noch 7. Komm, wir machen nochmal einmal. Ach, jetzt haben wir nur noch einen, oder was? So, veredelt ist durch. Ach so, den müssen wir vielleicht haben, ne? Damit das wird. So, damit die Dame das kriegt. Sie kriegt jetzt den Haifisch. Das hat geklappt. Schmeckt es? Come in.
zurück, ne? Gut. Die fehlt. Wie kriege ich denn einen Handelsplatz? Ich glaube, das müssen wir jetzt als erstes mal. Handel ist nicht. Wie heißt das denn? Ja, das muss ich wohl jetzt so rausfinden. Ich komme nicht auf den Namen, wie das heißen könnte, ne? Vielleicht ist es auch noch nicht freigeschaltet. Botschaft, Kassens, Labor, Bibliothek, Schule, Version, Verwaltung, Gesetz, Wachposten, Kerker, Schiffutscher, ne? Logistik, Lagerhaus und Transporteur. Exportdepot und Importdepot heißt das, okay. Aber das kriegen wir erst in der nächsten Stufe wahrscheinlich. Hm. Und dann ist die Frage, wie es ein Stufenaufstieg, ne? Na, wo ist mit 14? Sind das 14 Tage oder was sind das? Produktionsrate 1, Verbrauchsrate 9, gelagert 131, Essenstage 14. Okay, das sind Tage. Aber wir haben jetzt hier 10 Äpfel tatsächlich schon mal drin. Sind die denn hier im Lager auch drin oder wo sind die? Da auf jeden Fall nicht. Und da sind sie auch nicht. Aber hier sind 13 Gemüse jetzt drin. Jetzt nur 9. Hm. Das ist jetzt spannend, ne? Aber hier ist alles abgeerntet wohl. Fruchtbarkeit 76%, das geht, ne? Aber hier fehlt was. Wie weit sind sie hier mit dem Feld? Okay, da arbeitet gerade noch einer dran. Es geht ums Freiräumen. Und dann fehlt uns gleich da definitiv wieder das Material, ne? So, noch zwei Flächen, dann ist 100% und dann kommt die Meldung, dass kein Anbaumaterial da ist, oder? Obwohl, steht jetzt nicht da. Vielleicht können wir das Gemüse tatsächlich mal selber anbauen. Aber 6 sind hier drin. Ich hoffe, die würden dann da hochgetragen. Das wäre wichtig. Ah, da ist tatsächlich was gepflanzt worden, oder? Ja, 3 von 7. Sehr schön. Das bedeutet, die Gemüsefarm wird demnächst was abwerfen. Aber der Apfel hier nicht. Wir hatten hier was, ne? Aber der pflanzt auch gerade an, ne? Wäre schön, wenn er das anpflanzen würde, ne? Okay, das heißt, wir müssen definitiv jetzt wachsen. Und wenn wir gewachsen sind, dann wollen wir hoffen, dass dann hier was passiert. Ja, wir müssen jetzt eigentlich zusehen, dass wir hier unser Städtchen größer kriegen, ne? Aber das geht ja wahrscheinlich nur über die Zufriedenheit der Leute, würde ich sagen. Die Bevölkerung ist hier, sag jetzt nicht, schlechter geworden, ne? 17 sind es ja noch, aber sie sind hier unzufrieden, glaube ich, ne? Oder? Ist das hier, weil der Nachwuchs gekommen ist? Könnte natürlich auch sein, ne? Regierung, was können wir denn machen? Loyalität ist gut, Zufriedenheit ist gut. Aber was können wir noch bauen, was bei uns noch Sinn macht? Das war jetzt nicht so prägnant. Jetzt gucken wir hier. Ja, wir sind mit dem Obstplantage unterwegs, beziehungsweise Obstgarten, das machen wir schon. Auerochse. Ja. Wir haben keine Vielfalt an Essen. Das ist auch so ein Problem, ne? Fischerei. Lehmgrube, Steinkohle, Bergwerk, Erzmine und Steinmine. Vielleicht sollten wir die Bäckerei doch in Angriff nehmen, oder? Kannibale, Jäger und Holzfäller. Da geht nichts. Lagerhaus, Wasser. Torstrampfestungsanlage. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so prickelnd. Das haben wir schon gemacht. Brunnen und Toilette haben wir. Haben wir Toiletten? Das stellt sich mir gerade die Frage, ob wir Toiletten haben.